Ja, Freud und Leid liegen ja immer ganz, ganz dicht aneinander. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass manche Bauarbeiter hier auch mal so ein bisschen synchron arbeiten? Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein und das erinnert mich immer so ein bisschen an. Solche hübschen Beine, also an die Synchronschwimmerinnen. Und ja, die machen das ja ganz behende hier. Also die sind echt mal langsam. Wir gucken uns mal einen ganz anderen Bauarbeiter hier an. Der hämmert da wie ein Irrer. Der ist viel, viel schneller. Vielleicht könnt ihr mir sagen, warum das so ist. Ob er auch langsamer wird, wenn die Sachen so ein bisschen fortgeschritten sind. Oder ich weiß es nicht. Ich meine, das Ding läuft jetzt noch 7 Tage. Und der ist ja eigentlich viel, viel schneller als die beiden hier. Die sind ja wirklich so ein bisschen langsamer unterwegs. Aber ich würde sagen, ja, die brauchen jetzt auch nur noch 3 Stunden und 3 Tage. Aber ich würde sagen, ich mache erstmal die Facecam an und dann legen wir hier mal ein bisschen los mit Freud und Leid. Und dass Freud und Leid so eng aneinander liegen können. Oh, wir gucken mal. Ihr seht, ich bin im kleinen Glückswölkchen und da bin ich aber nur zur Übernachtung gewesen. Denn ich brauche immer mal wieder ein bisschen, ich nenne das immer gerne für mich, ich brauche immer ein bisschen frische Luft von meinem Stammclan und manchmal geht mir so ein bisschen Gechette auf den Senkel und dann benehme ich mich schlecht und dann gehe ich besser raus aus meinem Stammclan und gehe einfach ein bisschen anders rein, gucke mir ein bisschen CK an, klöne ein bisschen mit den Leuten und mal sehen, ob das hier Freud oder Leid wird. Das ist also, wie gesagt, bei Clash of Clans liegt das ja auf jeden Fall ganz, ganz eng aneinander und ich habe es ganz vergessen. Ich heiße euch natürlich erstmal willkommen bei mir, dem Thorsten, bei einer weiteren Folge Clash of Clans und jetzt muss ich aber mal ein bisschen eben auf den Bildschirm schauen. Das sieht hier schon mal ganz gut aus, obwohl die Walküren hier jetzt einen ziemlichen Rundumgang machen. Mal sehen, wann die wieder rein wollen. Okay, jetzt wollen die wieder rein. Das ist ganz natürlich, denn glücklicherweise hat eine Walküre hier dieses Lager weggemacht, das Armeelager, sodass die jetzt ihre nächsten Ziele wieder in der Base fahren. Aber ich glaube, da ist noch ein wenig zu viel an defensiven Gebäuden über. Und deswegen denke ich mal, wird das eine ganz enge Kiste. Ich meine, er kann hier nochmal, oder er oder sie, ich weiß es gar nicht, kann auch mal ein bisschen durchheilen hier. Die Bowler machen ja auch noch ein bisschen Schaden. Es sind noch 1, 2, wie viel sind es denn eigentlich noch? Ich habe sie ja die Tage in meinem Video Waldraut genannt, aber wie viel Walküren hat der Angreifer hier jetzt noch? Ich will mich jetzt nicht vertun. Hier sind jetzt noch 2 Golems. Können die jetzt noch so ein bisschen was ausrichten? Ah, da hinten der 7er King. Oh. Da es ja ein Live-Angriff ist, kann ich euch das Ding hier nicht vorspulen. Und ich bin wirklich gespannt. Der Mauerbrecher schafft es jetzt auch nicht ganz. Aber die beiden Golems hier tanken jetzt gerade wirklich, wirklich gut den Magierturm hier und den Bombenturm. Das war sehr, sehr gut. Und ich glaube, der King ist zwar nicht mehr zu zünden, aber er verliert jetzt an der Level 9 Kanone auch nicht ganz so viel an Lebenspunkte und die Bowler könnten das auch noch packen. Nein, der King packt es hier. Ah, er hat noch zwei Barbaren-Power dabei. Super, also hier haben wir schon mal Freud gesehen. Ist noch mal gut gegangen. Die Truppe hier gar nicht mal so super gut. Aber was ich so sehe, ich muss mal dringend wieder zu Tarik. Ich sehe schon wieder aus wie so ein Mob auf dem Kopf. Ja, und Freud und Leid liegen ja immer ganz nah aneinander. Das habe ich schon so ein bisschen. Das ist ein Angriff von mir, also ein Farmangriff mit Lufttruppen und nur meiner Queen. Und ich habe hier ein Clanspiel angenommen. Also das war der Hintergrund, warum mache ich eigentlich so eine Base hier. Ich habe ein Clanspiel angenommen, mache 3 Sterne mit dem Luftschiff. Luftschiff habe ich auf 3, das wisst ihr. Also habe ich erstmal mein eigenes Luftschiff aufgewählt und er hat ja hier so ein bisschen was im Ausbau. Es ist ein Rathaus 11 und hier hinten hat er 2 Fallen im Ausbau. Die werden noch wichtig sein, diese Fallen. Und ich habe erstmal diesen Warden Picker, ich nenne den immer Picker, weil der immer so einen Pick-Schaden macht, der Warden. Erstmal den Warden weggemacht und dann schon mal so 1, 2 Loons geschickt, die mir so ein bisschen meine Queen tanken. Das war auch gar nicht mal so schlecht. Ich wollte zu diesem Zeitpunkt eigentlich tatsächlich ganz gerne. Oh, da habe ich dann gesehen, ach hey, nee, Magier in der Clanburg. Ich habe immer ein Gift dabei. Außer ich vergesse mal einen. Aber ich glaube, hier haben wir die Magier jetzt erstmal fix weggegiftet. Ich habe zur Vorsicht mal 1, 2, 3, 4 Lagereien dazu gepackt. Ich wollte in jedem Fall hier hinten die Seite so ein bisschen, das war ganz gut, glaube ich, so ein bisschen wegmachen, der Magierturm noch weg, damit mir meine restlichen Loons jetzt gleich nicht auf dieser Seite hier so ganz arg rausfliegen.
Ja, also schon mal so ein bisschen vorgeklärt hier. Queen ist da schon ganz gut durchgegangen. Wie gehabt, die Eilkreise hier gelegt und jetzt mal die Hunde so ein bisschen in Speed gebracht hier. Da waren nämlich noch ein paar mehr Magier in der Clanburg, das von der Max Out Clanburg. Und jetzt musste ich natürlich erstmal darauf hoffen, dass ich genug Welpen da in der Mitte habe. Waren es auch. Also die Magier sind auf jeden Fall Essig. Und jetzt musste ich zwar ein bisschen gegen den Feger kämpfen, dafür habe ich immer einen Frieszauber dabei. Und ich hatte in der Clanburg, ich weiß manchmal nicht, was ich in der Clanburg habe. Ich gucke auch manchmal nicht nach, weil in der Regel, wenn ich eigentlich fordere, dann bekommt man schon immer das Richtige. Also ich hatte einen Elektrodrachen da drin mit 1, 2, 3 Loons, glaube ich, gehen rein. Ne, 2 Loons gehen dann rein in der 40er Clanburg. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich eigentlich gedacht, Toto, das Clanspiel, das ist deins. Keine Frage, sieht echt super aus. Noch total viele Loons, aber hier hinten diese dusselige Tesla-Farm hier. Ich meine, man hätte auch eher drauf kommen können, dass man vielleicht hier startet oder so, wegen den beiden Fallen. Also viele bauen ja, wenn sie was ausbauen, ihre ganzen Bausachen, die sie zu bauen haben, in die Ecken rein. Und ich hatte eigentlich noch genug Truppen. Allerdings der Magierturm ist jetzt schon ein bisschen böse. Und zu dem Zeitpunkt war aber der Elektrodrachen noch gut gefüllt. Der braucht aber mal ein bisschen zum Aufladen. Und das Dusselige war, er geht jetzt nicht direkt auf die Tesla. Die machen den nämlich jetzt ganz schön stark fertig. Und jetzt dreht er sich noch. Noch eine Luftmine, ja super. Noch eine Luftmine, tolle Wurst. Und dann nur noch so ein paar Lakaien hier. Und aber überhaupt, also bis auf den Tesla, keine einzige Truppe mehr am Leben hier. Das war erstmal freudig. Habe ich gedacht, oh Mann, 4 Welpen hier, die müssen es einfach packen, beziehungsweise 3 Minions und ein Welpen. Nein, noch eine Luftbombe, ja, dankeschön. Nochmal 2 Stück weg, saubere Sache hier. Und natürlich werden die beiden das nicht packen. Freud und Leid. Ich hatte mich eigentlich gefreut, dass ich so eine Base gefunden habe. Leidig ist, dass ich dann dieses Clanspiel hier nochmal machen musste, beziehungsweise ich musste jetzt diesen einen Stern dann nochmal mit einem Luftangriff machen. Ist aber nicht so schlimm, denn im Moment bilde ich ja, das habt ihr glaube ich in den Videos vorher gesehen, immer eine Erd- und eine Lufttruppe auf. Naja, ist halt Freud und Leid. Sehr leidig war vor allen Dingen so eine Sache davor. Das war noch viel, viel leidiger, aber das kennt ihr auch. Ich bin ja nicht der Einzige, dem das passiert. Und zwar, das war ja der 99er hier, der 98%ige hier, unter dem, wo ich jetzt gerade den Button nicht drücke. Denn dort habe ich ein Clanspiel angenommen. Das ist übrigens, ihr seht das hier, wen ich angegriffen habe, PewDiePie. Ich habe PewDiePie angegriffen und ich musste einen Gegner mit 2 Sternen in Titan besiegen. Das habe ich auch gemacht mit 2 Sternen. Und habe mir auch da wieder einen Ass gefreut. Habe gedacht, jawohl, PewDiePie hier erledigt mit 2 Sternen. 98%. Und dann habe ich vergessen, das Clanspiel anzunehmen. Ich habe es vergessen. Ich gucke rein und denke so, wow, 200 Punkte oder 300 was gebracht hat. Die holst du dir ab. Essig. Naja. Okay, Freud und Leid. Wir wollen hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen was machen. Aber bevor wir hier überhaupt reinspringen, gucken wir mal, was wir bei den Soßen gemacht haben, wo ich eigentlich Freud und Leid gesehen habe. Ja, Freud und Leid gibt es, achso, auf jeden Fall nehme ich auf, ja, ich nehme auf, manchmal bin ich verpeilt. Freud und Leid gab es aber auch bei dieser Base hier, beziehungsweise eigentlich habe ich mich gefreut. Ich habe mich gefreut, dass es diesen Engie hier an den Kragen geht. Ihr werdet jetzt fragen, Toto, das ist kein Engie, das ist ein Rathaus 12. Der hat alle defensiven Gebäude, ja, hat er. Aber wenn wir jetzt mal genau hinschauen, er hat hier einen 1er Adler und er hat hier 1er Infernos. 1er Infernos also, der Kollege hier ist auf Rathaus 12 gegangen, musste seine Sachen nachbauen, die er bei 11 nicht gebaut hat. Und das waren genau diese 3 Sachen hier. Und das, ich hätte mal fast gesagt, das hat ihm Kopf und Kragen gekostet, denn ihr seht das hier, der ist dadurch total hoch gelistet. Ich nehme an, das Rathaus hat eine sehr, sehr hohe Gewichtung mittlerweile und ist dadurch sehr, sehr hoch gerankt. Ich tippe mal drauf, als Rathaus 11 war der immer weiter unten. Also irgendwo so, irgendwie so Mitte. Ich sag mal, in so einem 20er CK war der auf 12 oder so gerankt mit seinem 11er. Aber in diesem Fall hier ist er auf 2 gewesen. Und den hat sich hier der Eyewitness einfach mal vorgenommen. Mit einer Kohlentruppe. Ich muss sagen, sehr, sehr gut überlegt. Ich halte das kurz mal an, damit ich es ein bisschen dokumentieren kann. Hier mit den Riesen vorweg. Also der Eyewitness ist aber auch schon ganz, ganz böse, sehe ich gerade. Mit ganz, ganz vielen Max-Truppen und auch schon 2 Max-Helden. Denn hier unten, die ganzen Gebäude hier, die sind erstmal ausschließlich Punktschaden. Also ausschließlich Punktschaden. Das heißt also, der Flächenschaden kommt erst etwas später. Das sieht er hier.
Ja, er kommt erst etwas später. Ich meine, okay, der Minenwerfer ballert jetzt gleich auch los. Fand ich eine sehr, sehr gute Überlegung, über diese Seite reinzukommen. Denn man hätte auch von der anderen Seite oder von einer anderen Seite reingehen können. Aber ja, ihr werdet das sehen. Letztendlich ist es scheißegal, von welcher Seite du in diese Base reingehst. Du wirst sie einfach, wenn du so ein super Angreifer bist wie der Ei, dann wirst du sie einfach dreiern. Es ist einfach so. Und der Gegner hatte auch hier vermehrt Elektrodrachen in der Clanburg. Und ich glaube, ich habe es mittlerweile eingesehen. Einer meiner Zuschauer hat ja geschrieben, Toto Elektrodrachen ist total im Müll in der Clanburg. Ja, mir hatte heute mal den Arsch gerettet beim Avatar. Aber ich glaube, so richtig der Heilsbringer ist es nicht. Da hast du, vielleicht hast du nicht ganz Unrecht gehabt. Oder aber spalten sich da die Meinungen bei diesen ganz kleinen Erratus 9ern. Bringt er vielleicht noch was, weil er doch dann sehr nervig ist, sehr viele Healpoints hat, aber hier im hohen Bereich ist das nicht so wirklich der Heilsbringer. Und das Rathaus ist jetzt auch nicht so hoch. Es war ein einziger Rathaus. Und von daher denke ich mal, hat er sich über diesen Gegner sehr, sehr gefreut. Sind wir ehrlich, es ist ein Maxout 11er auf jeden Fall gewesen. Er hat sogar jetzt, glaube ich, die Luftabwehren schon auf Rathaus 12 Niveau gehabt. Aber ihr wisst selber, wie lange es jetzt erstmal dauert, bis dieser Kollege, also unser Gegner aus dem russischen Clan, so weit ist, dass er beide Teslas nachgelevelt hat und den Adler auch. Das dauert ja, die defensiven Gebäude dauern schon ein paar Tage länger. Und ich gehe mal davon aus, dass der Angreifer sie einfach jetzt in seine Kriegsbase mit integriert hat und um sie noch ein bisschen zu stärken. Ist auch in Ordnung. Aber so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen gefreut, dass das auch mal hier nach hinten losgegangen ist, dass er so lange in Engie war, jetzt die Sachen rausgebracht hat. Vielleicht war es auch ein Fehler. Er hätte vielleicht die alte einfach behalten sollen, die alte Base. Die geht dann ja immer mit in CK. Und der Eyewitness hier auf jeden Fall die Freude hatte, diesen Gegner hier auf 3 Sterne zu ziehen. Und ich nehme es einfach mal vorweg. Wir haben freudig, ich bleibe immer heute bei diesem Thema Freud und Leid. Freudig haben wir hier diesen Gegner mit 59 zu 47 besiegt. Das heißt, wir haben einen Stern offen gelassen. Und wenn wir jetzt mal reingucken bei uns hier in My Team, in Warlock, in den letzten 3 CKs haben wir immer einen Stern dagelassen. Ist das jetzt Freude oder ist das jetzt Leid? Nein, ich glaube, es ist Freude, dass man die Clankriege so hoch hier gewonnen hat. Also super Sache, sind auf einem richtig coolen Weg. Ich würde auch gerne mal wieder mitspielen. Ich denke, in einem Tag, 8 Stunden, da kann ich mir den Kollegen hier auf jeden Fall mal wieder auf grün setzen, denn die Queen geht bei dem Account auf 18, nur 3 Tage. Finde ich total super, dass die Wartezeit ab Level 15 so reduziert wurde. So schafft man jetzt als Rathaus 9er die Helden so ein bisschen besser zu machen. Und ich würde sagen, wir springen nochmal auf den Rathaus 12er und machen da auch mal wieder einen Live-Angriff. So, da muss ich nur eben das Passende suchen. Aber ihr seht das hier. Die beiden Synchronbauer sind auf jeden Fall fertig geworden. Und der eine, ja, der King auf 53, eine super Sache. 2 Tage, 18 Stunden ist auch mein Warden auf Level 26. Finde ich auch sehr, sehr gut. Aber ihr seht das, mein dunkler Pott ist voll. Ich habe 2 Bauarbeiter frei. Wir wollen in jedem Fall was machen. Was machen wir? Wir hauen die Queen hier auf 58. 2 Level noch to go. Und jetzt haben wir in jedem Fall uns schon mal vom Dunklen her so ein bisschen unattraktiv gemacht, aber ich habe immer noch einen Bauarbeiter frei, denn mein erster, ich bin ganz, ganz stolz, mein erster Tesla ist fertig auf Level 10 und ich habe aber vor, die Bogenschützentürme weiterzumachen. Mir fehlt, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen, was kostet so ein Bogenschützenturm? Ich wollte nicht unbedingt jetzt jede Ecke hier so verteidigungslos machen, 11 Mille, mal sehen, ob wir das beisammen bekommen. Treasury Collect, kriegen wir 11 Millionen. Oh, wir kriegen die 11 Millionen nicht ganz. Das heißt, ich muss noch ein bisschen reinfarmen. Okay, das ist nicht ganz so schlimm. Das machen wir. Wir greifen hier jetzt gleich mal an. Ich habe eine volle Clanburg. Ich habe noch Eventtruppen. Und auch mein Zauber ist fertig geworden. Kurz mal nur Update-Status. Mein Zauber ist fertig geworden. Und ich hatte das A in den Kommentaren schon beantwortet. Und auch B, glaube ich, schon mal in einer Folge gesagt. Ich wollte mir ja ganz gerne jetzt den Elektrodrachen hochleveln. Das mache ich auch. Mit 9 Millionen ist das dann Schnäppchen auf 2. Der läuft jetzt 10 Tage. Der läuft jetzt 10 Tage. Und in 2 Tagen, glaube ich, sind die Clan-Spiele vorbei. Clan Games, 2 Tage, 15 Stunden, dann gibt es ja, ich kann hier gar nicht nachgucken in dem Clan, weil ich ja nicht in dem Clan hier die Clanspiele gemacht habe, gibt es ja, glaube ich, ja, es gibt ja leider kein Buch des Bauens. Es gibt kein Buch des Bauens, das ist sehr, sehr schade, beziehungsweise Buch des Kampfes heißt es ja. Sehr, sehr schade, ich habe hier leider keins, also kann ich meine Elex-Rune doch noch nicht aufbrauchen und ich werde jetzt aber erstmal einen kurzen Break machen und dann gucken wir mal, wie sich der King hier so durchschlägt.
Okay, da haben wir in jedem Fall eine Base gefunden, die wir auch angreifen können. Die hat ganz nett Ressourcen. Ich wähle mal eben meine Karre aus. Und ich würde sagen, wir kommen. Boah, eine 60er Queen. Alter Falter. Okay, wir kommen. Ich will nicht sagen, ich habe Angst. Aber ich habe Angst. Nein, ich habe natürlich keine Angst. Also, gehen wir mal mit den Golems hier ganz, ganz behende erstmal raus. Ihr wisst, das ist ja an der Maus geklickt. Das ist nicht ganz so dolle. Wir nehmen die Karre hier mit rein. Ein Riesen dahinter, vielleicht braucht die Karre nicht ganz so doll jetzt durch die Mauer durch, weil ich das Ganze noch jetzt so ein bisschen unterstützt habe. Ich guck mal, dass ich hier in jedem Fall springen kann. Und was hat er denn? Ah, okay, er hat das in der Clanburg. Mal sehen, wo meine Wallis jetzt hinlaufen. Okay, die laufen schon so ein bisschen. Ah, nein, jetzt kriege ich das wieder nicht so dolle rein hier. Okay, das passt. Passt. Ah, super, 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 super. Einmal noch hier den Heil geworfen. Oh, das ist ein heftiges Rathaus. Das ist ein Fünfer. Oh, das sterben leider alle. Da sterben leider alle. Und ich glaube, prozentual ist das jetzt hier gerade nicht so prall. Oh, vielleicht habe ich auch die Zauber ein bisschen zu hastig jetzt gerade geworfen. Aber ich hatte jetzt doch schon so ein bisschen Druck, dass ich das nicht alle rausbringe. 41%. Das ist mau. Adler ist weg. Jo. Okay, Toto, das war jetzt nicht so gut, aber wir haben es dunkel gekriegt. Hey, super. Dankeschön. Dankeschön dafür. Dann nehmen wir da die Bogenschützen. Hier hinten kann ich nicht so wirklich viel machen. Ich meine, ich kriege jetzt noch. Ich kriege das Labor. Ja, ich kriege das Labor, aber prozentual wird das nicht ganz passen. Ich weiß nicht, wie viel die Werkstatt hier oben an Prozente bringt. Keine Ahnung. Den haben wir auf jeden Fall schlecht gerissen. Also den Bonus kann ich mir hier abschminken. Ist aber alles nicht so schlimm. Ich wollte die Armee in jedem Fall hier loswerden. Wir wollen das Dunkle natürlich wieder haben. Und ich glaube, wir haben hier ganz, ganz nett das Dunkle rausgeholt. 43%. Da hinten ist alles tot. Ja, der wird das auch nicht mehr reißen, denn die Doppelkanone hier, auch ich kann die gar nicht anklicken, wird natürlich meine Bogenschützen hier leider jetzt schon machen. Jo, die dreht sich jetzt schon. Bam, 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 bam. Okay. 4 Schuss. Das war's. Da haben wir ein paar Minuspokale gemacht. Ist nicht so schlimm. 3000 Dunkles. Passt. Passt alles, also Freude und Leid. Ich habe einen Gegner gefunden, den dauert immer noch ein bisschen länger hier. Leidig, dass ich. Lasst mich eben fordern. Luft, Truppen, Wut. Dass ich. Luft, Truppen, Wut, ja. Dass ich jetzt zwar ein paar Minuspokale gemacht habe, das ist aber nicht so schlimm. Wir bauen die Maschine hier nach. Wir nehmen die Armee. Sie ist immer noch günstig. Ihr seht das hier. Dass sie nicht ganz so teuer ist. Ich werde jetzt noch so ein ganz, ganz kleines bisschen nachfahren. Ich habe jetzt nichts in der Clanburg. Und dann werde ich in jedem Fall den hier unten, den Bogenschützenturm weitermachen für 11 Millionen. Gönne ich mir den einfach, dann habe ich auch nichts mehr. Dann muss ich hart nachfahren, dann komme ich endlich mal zum Farmen. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen mit Freude und Leid gefallen. In der Woche werden jetzt wieder, also die Folge kommt ja für euch am Montag. Ich bin sonntags ja immer faul oder samstags. Ich mache dann für den Sonntag keine Folge, sondern eher dann für die Woche. Sehen wir uns natürlich wieder bei euch in den Clan. Mal sehen. Vielleicht sehen wir uns auch mal wieder so, da ich ja keinen Livestream gebracht habe am Wochenende. Beziehungsweise ich kann gar nicht genau sagen. Ich kann jetzt noch gar nicht genau sagen, ob ich nicht Sonntag doch einen gemacht habe. Bis dahin, euer Toto. Tschüss.